Das Honor Magic 6 Pro habe ich schon über 2 Wochen für euch getestet und bin extrem begeistert. Doch wie schlägt es sich gegen das Samsung Galaxy S24 Ultra und das iPhone 15 Pro Max? Ich habe diese 3 Geräte miteinander verglichen und ihr erfahrt in diesem Video, was ihr wirklich kaufen solltet. Also bleibt dran, mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone Blogger Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. In meinen Händen halte ich das Honor Magic 6 Pro. Offiziell habe ich das von Honor bekommen. Ich habe es aber schon volle 2 Wochen vorab in diesem Video getestet. Also falls ihr wissen möchtet, wie gut es wirklich ist, schaut es euch dort gerne an. Aber am spannendsten ist doch die Frage, wie gut schlägt es sich denn im Vergleich zur Konkurrenz? Denn an und für sich bin ich von diesem Smartphone total begeistert. Aber naja, ist das Samsung Galaxy S24 Ultra im Android-Bereich besser oder das iPhone 15 Pro Max direkt kaufen, damit man einen angebissenen Apfel hat? Ich kläre das jetzt in diesem Video, also los geht's. Das leichteste und hochwertigste Smartphone von diesen 3 Geräten ist das iPhone 15 Pro Max. Denn mit 221 Gramm ist es nicht nur am leichtesten, sondern hat auch den hochwertigsten Rahmen, hochwertiger als das Samsung Galaxy S24 Ultra, das ebenfalls auf einen Titanrahmen setzt, aber mit 232 Gramm auch das schwerste dieser 3 Smartphones ist. Das Mittelding dazwischen mit 225 Gramm ist dann das Honor Magic 6 Pro. Es hat keinen Titanrahmen, ist aber extrem leicht für den Akku. Und darüber sprechen wir jetzt gleich. Also vom Fitting liegen für mich das Honor und das iPhone eigentlich genau auf einem Level. Beim Thema Display muss man schon beginnen, das Ganze ein bisschen aufzubröseln. Denn das Honor Magic 6 Pro hat zum einen abgerundete Kanten als einziges dieser 3 Smartphones, aber auch das hellste Display mit 5000 Nits im Peak, also die Augen werden da quasi weggeflasht. QHD Plus Auflösung, das haben alle 3 Smartphones und eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Etwas weniger Helligkeit beim Display, das bekommt ihr bei Samsung mit 2600 Nits im Peak. Dafür habt ihr aber hier endlich ein flaches Display, tut dem Smartphone definitiv gut. Naja, und dann das kleinste mit 6,7 Zoll und auch das nicht so helle Display mit 2000 Nits hat dann das iPhone 15 Pro Max. Und wenn man jetzt wirklich mal knallhart die Zahlen für sich sprechen lässt, dann ist das Display, das Honor Magic 6 Pro, wirklich das Beste. Die abgerundeten Kanten, die ich sonst nicht wirklich so sehr mag, muss man hier an der Stelle zugeben, sind echt gut verarbeitet und man hat diese Schnellübersicht, die man über die Kante reinziehen kann und es kommt bei mir zu keinerlei Fehleingaben. Hier an dieser Stelle geht der Punkt dann insgesamt an das Honor Magic 6 Pro. Übrigens, falls ihr gerne über Technik sprecht, dann schaut doch mal gerne jeden Donnerstag um 21 Uhr bei meinem Livestream hier auf YouTube vorbei. 1 Stunde lang gibt es die Technik-News von mir und ihr könnt eure Fragen stellen. Gemeinsam in der Community gehen wir das Ganze durch. Falls du keine Zeit hast, gerne im Real Life auf YouTube oder als Podcast später bei Spotify und Co. Einfach Smartphone-Blogger eingeben und schon bist du mit dabei. Wenn man über Geschwindigkeit und Betriebssystem spricht, ja, dann ahnt ihr schon, was jetzt passiert. Also den schnellsten Prozessor, den hat das iPhone 15 Pro Max. 3-Nanometer-Verfahren und mit iOS 17 ist das Ganze ja hier am Start und ich muss ehrlich sagen, es ist das geringste Betriebssystem, also man hat die wenigsten Funktionen, dafür ist es aber am schnellsten, zumindest dann auf dem Papier. Vom Gefühl her muss ich aber sagen, tun sich alle 3 Betriebssysteme nichts. Beide Android-Geräte sind mit einem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet und das ist der schnellste Prozessor, den man bekommen kann. Jetzt muss man aber hier nochmal ein bisschen aufbröseln, denn die One UI 6.1 auf dem Samsung ist wirklich sehr tiefgreifend, gibt viele Optionen und ist natürlich nochmal durch künstliche Intelligenz optimiert. Das Honor Magic 6 Pro setzt ebenfalls auf Züge der künstlichen Intelligenz und macht hier wirklich viel richtig. Es sind kleine Gesten, die hier im Alltag das Ganze wirklich angenehm machen können. Aber die Achillesferse des Honor Magic 6 Pro ist definitiv, dass es nicht so lange Updates bekommt wie das Samsung Galaxy S24 Ultra, denn das gibt euch volle 7 Jahre und auch das iPhone wird euch mindestens 6 Jahre die Stange halten. Also das sind wirklich Pluspunkte für die Kontrahenten vom Honor und was ich in der Vergangenheit leider auch kennenlernen musste, die Update-Politik bei Honor ist nicht die schnellste und das muss man definitiv beachten. Aber die Updates kommen, von daher, naja, muss man das hier noch zugute halten. Sprechen wir
jetzt aber endlich über die Kamera. Die Kameradesigns sind unterschiedlicher, als sie je sein könnten. Denn während das iPhone auf seine klassische Kameraanordnung setzt, 48 Megapixel Hauptkamera und hier hat man endlich den fünffach optischen Zoom, setzt das Samsung auf seine drei Löcher an der Seite und auf eine 200 Megapixel Kamera. Hier muss man sagen, im Vergleich zum Vorgänger hat man jetzt nur noch den fünffach optischen Zoom, dafür die 200 Megapixel Hauptkamera und das Honor, ja, das geht irgendwie einen komplett anderen Weg. Der Kamerabuckel sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Dazu gibt es eine 50 Megapixel Hauptkamera und dann eine 180 Megapixel Kamera, in der wir ebenfalls einen fünffach optischen Zoom mit dabei haben. Ultraweitwinkelkamera sind wir hier bei 50 Megapixeln. Also ihr merkt, sie gehen alle einen unterschiedlichen Weg, kommen aber am Ende alle auf dasselbe hinaus. Brechen wir das jetzt mal ein bisschen runter. Ich habe hier ein paar Beispielbilder von Tech-Tablets. Unten im Video bzw. in der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal das Video dazu. Schaut euch das gerne nochmal an, denn er hat die identischen Aufnahmen gemacht. Das habe ich jetzt hier nicht, denn mir geht es um die Details am Ende, jeweils um die Stärken dieser Smartphones rauszuarbeiten. Wenn es um das Thema Video geht, liegt hier das iPhone klar vorne, dahinter das Honor Magic 6 Pro und dahinter leider erst das Samsung. Wenn es aber um die generellen Fotoaufnahmen geht, dann würde ich hier gerne das Samsung auf Platz 1 heben, denn das macht für mich dann doch die schärfsten Bilder und gerade mit dem Update, das dieses Smartphone jetzt erfahren hat, ist man wirklich einen guten Schritt nochmal nach vorne gegangen. Das Honor geht so sneaky dazwischen durch und das ist weder schlecht noch gut, denn es belegt jeweils bei beiden Kategorien für mich den zweiten Platz und damit ist es eigentlich gut positioniert insgesamt und bietet euch das, was ihr wirklich braucht. Hardware-technisch sind alle Smartphones auf einem echt tollen Stand. Sie liefern auch alle drei wirklich komplett richtig gut ab und es sind am Ende Nuancen, die darüber entscheiden, für welches Smartphone man sich final entscheiden sollte. Kurz möchte ich aber noch über die Frontkamera sprechen, denn hier geht mein Punkt definitiv an das Honor Magic 6 Pro. Die 50 Megapixel Kamera auf der Frontkamera mit einem 3D Face Unlock, den wir sonst auch nur im iPhone haben, ist ebenfalls ein großer Pluspunkt. Das Samsung schließt hier ganz zum Schluss ab, während auf Platz 2 dann für mich hier das iPhone steht. Und kommen wir jetzt zum Akku. Hardware ist natürlich nicht alles. Aber das Honor Magic 6 Pro hat die beste Hardware und hat auch die längste Akkulaufzeit. Der 5600 mAh große Akku ist einfach genial, weil man ihn vom Gewicht nicht merkt. Erinnert ihr euch noch an den Anfang des Videos, als ich über das Gewicht und das Fitting gesprochen habe? Unglaublich, dass man so einen großen Akku hier verbaut hat in so ein schönes, elegantes Smartphone. Und das führt zu einer Screen-On-Time von über 10 Stunden. Das heißt, für die meisten von euch sind locker volle 2 Tage möglich. Und sollte euch der Saft mal ausgehen, dann könnt ihr hier mit 80 Watt Kabel gebunden und 66 Watt Kabel los aufladen. Die Kontrahenten von Samsung und von Apple sind da definitiv wesentlich langsamer unterwegs. Das Samsung hat noch 45 Watt und dann sind es 30 mal gerade beim iPhone. Absolutes Desaster. Über die Akkugrößen möchte ich bei den anderen beiden nicht mehr sprechen, weil jetzt geht es für mich nur noch um die Laufzeit. Es sind 9 Stunden, die beide Smartphones erreichen, wobei hier das iPhone für mich nochmal einen Tick vorne liegt. Also ich glaube, dass das iPhone da den ersten Anspruch hat, obwohl es ja den kleinsten Akku von diesen drei Geräten hat. Ihr merkt, das Honor macht extrem viel richtig hier an der Stelle und dürfte speziell wegen dem Akku das interessanteste Smartphone sein. Noch so ein kleines Roundup, was die einzelnen Geräte angeht. Das Honor setzt hier an der Stelle wirklich auf coole Unterstützung, euer Auge wird getrackt, eure Gesten sind mit dabei und man hat hier eine IP68-Zertifizierung. Auch das Samsung macht viel richtig. Nicht zu vergessen ist hier an der Stelle der S Pen, der wirklich viele von euch da draußen immer wieder dazu bringt, ein Ultra-Modell zu kaufen. Ebenfalls eine IP68-Zertifizierung und ziemlich viel künstliche Intelligenz, die dafür sorgt, dass Bilder nochmal besser werden, ihr nochmal eine zusätzliche Übersetzung habt oder auch Texte für euch schnell zusammengefasst werden können. Am unspektakulärsten ist dann vielleicht das iPhone, denn das versucht lediglich mit einem guten Ökosystem euch im Apple-Kreislauf mit drin zu halten. Hat zwar auch eine IP68-Zertifizierung und eines der größten Highlights ist der USB-Typ-C-Anschluss bei diesem Smartphone. Ich glaube, damit ist schon viel gesagt. Und kommen wir jetzt zum Preis, denn der ist für mich definitiv entscheidend. Für 1.300 Euro bekommt ihr das Honor Magic 6 Pro und habt dafür wirklich ein absolut gelungenes, tolles Smartphone. Wir sprechen hier über die 512 GB Version und genau die habe ich mir dann mal von Samsung und von Apple angeschaut und hier sind wir bei roundabout 1.550 Euro. Und wer jetzt gut in Mathe ist, da merkt, da liegen auf jeden Fall schon mal gute 300 Euro dazwischen.
Sind es diese 300 Euro am Ende wert? Ich würde sagen, für den klassischen Nutzer da draußen, nein. Man muss aber auch sagen, dass Honor den Preis hier definitiv sehr hoch taxiert hat und wir schon beim Vorgänger gemerkt haben, dass er relativ schnell sinkt. Ihr bekommt auf jeden Fall mehr bei Samsung, aber auch bei Apple für euer Geld und in erster Linie sind diese Geräte auch nochmal einen Tick wertstabiler. Das solltet ihr auch nicht vergessen, wenn ihr euch für ein Premium-Smartphone entscheidet und sagt, hey, das möchte ich lange nutzen und nochmal einen hohen Wiederverkaufswert erzielen. Das Honor Magic 6 Pro macht sehr viel richtig, ist aber nie wirklich das beste Smartphone. Also da könnte irgendwie noch mal mehr kommen und ich glaube da ganz fest dran, dass wir spätestens mit der 7er Serie echt sehen, was so ein Smartphone kann. Ich bin gespannt, für welches dieser Smartphones würdet ihr euch an dieser Stelle entscheiden? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und schon sind wir in einem fairen und guten Austausch. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.